möchte auch noch eine Sache ansprechen. Erst dachte ich, es wäre ein Vogel, aber es ist doch was anderes. Nicht ganz so nett. Ich möchte noch eine weitere Sache ansprechen, nämlich der nach wie vor ja auch medial ausgetragene Streit um die Entscheidung an der Essener Tafel. Ich glaube, es gibt wenig Dissens darüber, dass diese Entscheidung, so wie sie gefällt wurde, problematisch ist. Aber sie ist natürlich vor allem ein Hilfeschrei. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt höre, dass auch Frau Merkel sich in den Reigen derer einreiht, die also sich über die Entscheidung der Tafel aufregen, dann muss ich sagen, das ist wirklich pure Scheinheiligkeit und Heuchelei. Frau Merkel sollte sich lieber mal fragen, was ihre ganz persönliche Mitverantwortung dafür ist, dass es so viele ältere Menschen in Deutschland gibt, die inzwischen auf die Hilfe der Tafeln angewiesen sind, die nicht genug Rente bekommen und deswegen den Gang zu den Tafeln machen müssen. Das war früher mal anders, weshalb es auch so viele alleinerziehende Mütter in Deutschland gibt. Das alles hat mit der Politik der letzten Jahre zu tun. Das hat mit den Rentenkürzungen zu tun. Das hat mit Hartz IV zu tun, mit der Zerstörung des Sozialstaates. Und deswegen finde ich Mitglieder der jetzigen Bundesregierung, der amtierenden Bundesregierung und insbesondere Frau Merkel, die jetzt seit 12 Jahren dieses Land regiert, die sind wirklich die Letzten, die eine Autorität haben, diese Entscheidung zu kritisieren. Sie sollten lieber gucken, was Sie mit Ihrer Politik dazu beitragen, das politische Klima in diesem Land zu vergiften. Denn der eigentliche Skandal ist doch, dass in einem so reichen Land wie Deutschland inzwischen die Menschen sich darüber streiten müssen, wer Zugang zu abgelaufenen Lebensmitteln hat. Ich finde, das ist wirklich ein solches Armutszeugnis für Deutschland und das muss sich endlich verändern.